unterwegs in dieser Runde im hinteren Bereich des Feldes Jari Molinger mit dem schönen Veritas und ganz am Ende der Bronzemedaille Nummer 31, Dr. Klaus. Das Basecar. Genau, sagen, es gibt noch tolle Raritäten im Feld. Jetzt aber die Reihenfolge: Porsche 910 vor King Cobra, dann 911 Carrera RS und dann schon der kleine Lotus mit der Nummer 29. Typ 17, der Vorläufer des 23, den wir dann hier in weiß und blau dahinter fahren sehen. Dann kommt die 18, der sieht nur aus wie ein Lotus, ist aber der Cobra, sehr erfolgreich war. Dann haben wir hier den seltenen Vor aus der Schweiz. 512M. Nach Jaguar XK 140 und Alla, das ist das schwarz-grüne Auto, zuerst der kleine Sciatta. Da ist auch der American LaFrance jetzt hier unterwegs, zusammen mit der 43. Und der Fiat mit der Nummer 9 ist mit dem amerikanischen Graham Lucchetti Spezial mit der Nummer 6 gemeinsam unterwegs. Am hinteren Teil des Feldes dann auch unser zweites amerikanisches Sportauto, der Schaefer Buick 8, der in so einem orangen Ton lackiert ist und den kennt man noch aus den Geschichtsbüchern vom Großen Preis von Deutschland von 1931, wo er den 13. gesagt hat. Jetzt allen voran also der 14. Maserati, dann der Startnummer 2, der von mir erwähnte 18. Maserati, dann kommt der Morgan Spieth wieder und das dritte, vierte Auto an dieser Stelle, wo jetzt gerade der Fiat 514 großen Schäfer durchgefahren ist. Das heißt also, wenn die Hecke, der muss ordentlich runterbremsen da hinten. Ist auch der Miller mit der Nummer 7. Miller, ein amerikanischer Konstrukteur, der immer ganz auf Augenhöhe mit Ettore Bugatti war und auch eine hohlgegossene Vorderachse bei seinen Autos und wunderschöne 1-8-Zylinder-Motoren hatte. Aus Alexander, der von der Firma Auto Werkmüller genannt ist, dann unser Amerikaner, der Blue Elektra, der Premier, 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 der Premier
Das Lenkrad los, damit er besser aussteigen kann. Und dann kommt er wie damals Hans Hermann aus den Stromlinien B196.